Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Haul auf diesem Kanal und ich habe euch von Lego City dieses Mal nämlich die Arktis-Reihe mitgebracht und wir haben auch noch schöne Sachen von Blue Bricks und all diese Sets, die gucken wir uns jetzt ein bisschen an und dann wird es natürlich im Detail nachher in den Wochenblättern vorgestellt. Ich mache mal ein bisschen Platz hier. So, also fangen wir mal mit dem Kleinkram hier an. Ich habe bei Lego direkt bestellt, weil dieses Set hier, das ist ein Exklusiv-Set von Lego und gibt es auch bei Amazon, exklusiv bei Amazon, also ist teilexklusiv und dementsprechend, aber ich habe mir bei Lego bestellt und damit ich an diesen kleinen süßen Land Rover rankomme, kostet 15 Euro das gute Stück, werde ich mal aufbauen und dann gibt es dazu mal einen kleinen Short. Ja, genau. So, dann haben wir bei der Arktis-Reihe, es gibt das kleine 10 Euro Set, die 60376. Da sind süße kleine Seehunde bei und ein leuchtender Fisch. Bin sehr gespannt. Die sind hier überall verteilt, so viele kleine süße Tiere. Das war nämlich auch der Grund, warum ich die gekauft habe, weil wir wollen ja irgendwann mal in der Stadt ein Zoo bauen. Und da dachte ich mir, da kommen vielleicht so kleine Tierchen ganz gut. Genau. Ja, dann haben wir einmal ein Boot. Das schwimmt wahrscheinlich auch. Ich bin mal gespannt. Ich werde mal gucken, ob das schwimmt. Mal sehen, ob ich das draußen mal in eine Pfütze reinstelle. Wir haben ja gerade genug Regen. Von daher gucke ich mir das mal an. Und da gibt es dann eine kleine Unterwasserwelt dazu. Und richtig cool finde ich halt den Hammerhai hier. Der ist richtig geil. Da bin ich mal sehr gespannt. Hier sind auch noch Schildkröten. Eine kleine Schildkrötenfamilie ist hierbei. Die vorne abgebildet. Hier hinten sieht man die ein bisschen besser. Das ist eine kleine Schildkrötenfamilie. Finde ich total putzig. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das hier so zusammenbauen lässt. Genau. So. Ja, wie gesagt, das Set hier ist ein Teilexklusiv-Set. Das gibt es bei Lego und bei Amazon. Stolze 70 Tacken. Man muss leider den Vollpreis bezahlen. Bin ich mal gespannt, wie das sich zusammenbaut. Das soll so eine mobile Basis sein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie Arktis-Sets gebaut. Es gab ja schon mal eine Serie davor. Und jetzt will ich mich mal selber davon überzeugen, ob das was ist. Genau, dazu gibt es dann auch ein richtig dickes Review nachher von mir im Wochenblatt. Und dann erzähle ich euch, ob es was taugt oder nicht. Und ob sich die 70 Euro tatsächlich lohnen. Genau, hier können wir noch einmal auf die Rückseite gucken. So sieht das gute Stück von hinten aus. Für mich das absolute Highlight, die Eisbären. Richtig geil. Da freue ich mich drauf, eine kleine Eisbärenfamilie, das wird super. Die brauche ich natürlich auch für den Zoo später. Da werden wir mal sehen, was wir da schönes Zauber. Genau. So, dann das große Forscher-U-Boot darf natürlich auch nicht fehlen. Und da fand ich das ganz witzig. Hier sind so Quallen bei. Da bin ich mal sehr gespannt, wie die sich so bauen. Sehen sehr interessant aus mit den rosa und lilanen Teilen dabei. Und unten drunter hier so ein altes Wrack zu sehen mit Haien drin und da ist ein riesengroßer Hai bei. Also sehr, sehr coole Teile. Ich bin sehr gespannt auf dieses Set. Kostet über 100 Euro, ist ordentlich stramm. Ja. So, und dann haben wir natürlich noch aus der Arktis-Reihe das Flaggschiff, sag ich mal. Das ist natürlich das große Set, 149,99 UVP. Da muss man schon schlucken, aber das Ding ist 71 cm lang und ich bin sehr gespannt, wie groß das tatsächlich nachher ist. Also wenn man das nachher so in der Hand hat. Und ja, also seit langem mal wieder, ich habe das letzte Schiff, glaube ich, gebaut. Es war irgendwann in den 90ern, so ein großes Polizeiboot hatte ich da damals. Und seitdem habe ich keine großen Schiffe mehr gebaut. Also ich freue mich tierisch, das Ding zu bauen. Und war auch schwierig, das zu bekommen, weil vor Weihnachten, ich habe das ja versucht, im Dezember alles zu bestellen und es war überall ausverkauft. Selbst bei Lego direkt war dieser Karton ausverkauft. Mal gucken, ob das sich das auch lohnt, das Ding. Sehr gespannt. Und der Karton ist natürlich auch ganz cool. Der hat hier wieder so dicke Pappe. Das ist so ein Karton, den man so aufklappen kann. Habe ich auch ewig nicht gesehen. Ja, bin ich sehr gespannt. Also, mal gucken. Boah. Und dann war ich ein bisschen bei Blue Bricks unterwegs. Da habe ich natürlich auch geguckt, was wir hier so haben. Und ich habe mich dazu entschieden, mit euch die Fachwerkdörfer mal anzugucken. Ich habe schon ein bisschen gebaut, wie ihr seht. Das kann ich mal umkippen. Ich habe die beiden Fachwerkhäuser schon gebaut, weil die sind sehr groß. Da braucht man ein bisschen Zeit für. Ich habe schon ein bisschen vorgebaut.
Und dementsprechend sind die schon fertig. Das haben wir das Fachwerk Restaurant, habe ich hier einmal. Und einmal den Gemüsegarten. Ja, das sind die Sets, die wir schon gebaut haben. Und dann habe ich noch ein bisschen bei einem Teileshop geguckt. Es gibt jetzt Part Packs in XXL. Richtig geil. Also das hier sind einfach mal solide 601x4 Fliesen in Reddish Brown. Die brauche ich natürlich für die Eisenbahnanlage. Dazu habe ich dann natürlich auch noch 1200 in 1x1. Ich würde mal sagen, da denkt jemand mit. Ja? Also 600 davon, 1200 davon, passt perfekt, oder? Richtig gut. Und dann habe ich noch, das sind so Goldbarren in 1x2. Davon habe ich einmal in Dark Blue Grey und in Light Blue Grey bestellt. Und damit will ich so ein bisschen Kopfsteinpflaster simulieren. Muss ich mal gucken, ob mir das gefällt. Auch 1200 Stück von jeder Sorte, also damit sollte ich eine Weile hinkommen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Genau, ja, das ist der Plan für den Januar jetzt. Also wir werden uns im Januar natürlich ordentlich auf die Arktis-Sachen raufstürzen von Lego City. Und wir gucken uns Fachwerkhäuser an. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die nachher so... Also das werdet ihr sehen, ich habe sie ja schon gebaut. Ich bin total begeistert. Das ist der Oberwahnsinn. Also Lisi hat das Fachwerk-Restaurant komplett alleine gebaut. Und ich habe da ein bisschen über die Schulter geguckt. Das ist der Oberwahnsinn. Das muss ich euch alles zeigen, was da alles abgeht. Absoluter Oberwahnsinn. Wirklich cool. Ja, und natürlich mein Highlight für diesen Monat, das Schiff. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Das wird richtig, richtig gut, hoffe ich. Ne? Man weiß es ja nicht, aber ich habe auf jeden Fall gut Geld wieder in Lego City versenkt und ich hoffe, da ist ein bisschen was dabei. Gerade die Tiere sind für Zoo, glaube ich, richtig, richtig cool. Da kann man auf jeden Fall was machen. Wir wollen ja auch ein großes Aquarium bauen mit in den Zoo mit hinein. Und dann dürfen natürlich solche coolen Fische, Haie und alles, was dazugehört, die Quallen und sowas natürlich nicht fehlen. Genau. Ja, das haben wir uns jetzt angeschafft. Das gibt es jetzt für euch natürlich im Wochenblatt zu sehen. Ich werde all diese Sets, die jetzt hier so rumgefleucht sind, die werde ich euch natürlich alle im Detail zeigen. Und ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich freue mich auf den Januar jetzt mit euch. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Wochenblatt wieder. Macht es gut. Bis dann.